Die regt mich so auf. Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. The broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. Der 9. April fing gar nicht gut an. Erst hatte Mutter eine Panikattacke und dann wurde sie hysterisch. Sie warf ihr Essen um und schrie ihren Arzt an, den sie einen Lügner nannte. Dawn und ich waren gerade dabei, ihr ihren Morgentee zu bringen, doch als sie zu schreien anfing, bekam ich Angst. Ich konnte nichts weiter tun, als mich vor dem Bett zusammenzukauern und darauf zu warten, bis alles vorbei war. Zum Glück war John da, um mich zu beschützen und zu beruhigen. Meine Mutter, sie war nicht nur krank, aber... Have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John. Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. No. But can we at least leave it for another day? Well, history tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not the only one reeling. It feels... wrong, sad. Like they're the memories of another man. I'm struggling to reconcile my love for my mother with the reality of who she was. And worse, what possessed Mycroft to lie about it? There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes. Metallic souls. What is this sailor doing here? Boah, kritisch. Also ich habe das Gefühl,
dass sie diese Wahnvorstellungen so einfach nur wegen den Medikamenten bekommen hat. Weil ich meine, super viele Medikamente haben sowas als Nebenwirkung, wenn die Medikamente sehr stark sind. Nachdem ich mich an den Morgen des Tages erinnert hatte, an dem meine Mutter verstorben war, fühlt sich John unwohl. Seine Reaktion hat mich verstört. Ich meine, irgendwie, dieser John ist da, weil wir ein Trauma haben. Das ist ja obvious. Es muss ja irgendwas passiert sein, warum wir das Trauma haben. Nicht nur, dass die Mutter gestorben ist, sondern wir waren irgendwie dabei, als irgendwas Schlimmes passiert ist. Instabile Psyche. Die Geisteskrankheit meiner Mutter könnte erblich bedingt sein. Und womöglich bin ich auch davon betroffen. Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Warum hast du Farbe am Schädel? Rosa Farbe in den Haaren, hat vor kurzem gemalt. Matrose, alt und abgetragen. Makellose Hände, keine Spuren körperlicher Arbeit. Linkshänder verbirgt etwas Quadratisches. Ein Mann in Matrosenuniform suchte mich auf und teilte mir mit, dass er mein neues Spiel sei. Ein rosafarbener Klecks in seinem Haar verriet mir, dass der Mann mit der Kunstwelt zu tun hat. Seine Hände zeigen keine Spuren regelmäßiger körperlicher Arbeit, keine Schwielen, keine Hornhaut. Dies widerspricht jedoch seinem Auftreten als Matrose. Nur sehr wenige Künstler kennen meinen Namen oder wissen, wo sie mich finden können. Von daher ist Werner Vogel die naheliegendste Wahl für den Spielleiter. Angesichts des quadratischen Objekts in der Tasche des falschen Matrosen folgerlich, dass er ein Angestellter von Mr. Vogels Kunstgalerie ist und der eigentliche Grund für seinen Besuch darin besteht, mir eine Einladung zu überreichen. Ja. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest, rather, a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Einladung in Werner Vogels Kunstgalerie. Mein lieber Sherlock Holmes, wie Sie ohne Zweifel bereits herausgefunden haben dürften, möchte ich Sie zu meiner Kunstausstellung einladen. Dabei geht es mir allerdings nicht nur darum, dass Sie sich an der Schönheit der Werke erfreuen können, vielmehr benötige ich Ihre genialen Fähigkeiten. Die Galerie befindet sich in der Karawanserei an der Kreuzung Bazaar und Hermes Ave in der Altstadt, Ihr treuer Freund. Okay, es gibt aber neue Möbel. Da gehen wir doch erstmal hin. Und kaufen neue Möbel. Gibt es... Extra, extra! Ja, perfekt. Interested in some Cordona News? Yes. Check the front page. Elefant adoptiert. Zum zweiten Mal. Bereits das zweite Mal, dass Goliath adoptiert wurde. Er hatte sich zuvor im Besitz von Fiodogin befunden, der jedoch in einem Ausbruch von Aggression von dem Tier getötet worden war. Wir haben bereits letzte Woche von diesem unglückseligen Ereignis berichtet. Obwohl die Tochter des Verstorbenen nichts unversucht gelassen hatte, das Tier exekutieren zu lassen, konnte Goliath dem Tod entrinnen, da sich der Wohltäter Fergus Teilhard seinen
eine Annahme und nur in einen weiteren Elefanten sein eigen nennen kann. Falls die Gerüchte stimmen und es sich bei Mr. Tailhearts anderem Elefanten um ein Weibchen handelt, dürfte sich Goliath freuen. Miss Gilden versucht unterdessen, die Sache vor Gericht zu bringen, mit der Hoffnung, dass der Gerechtigkeit Genüge getan und das Ungetüm hingerichtet wird. Junge, diese Imogen, Alter, die regt mich so auf. Hey, look at our clothes and accessories. Was, die haben geschlossen? Nee, die sind da weiter vorne, okay. Ich wollte schon weinen. I enjoy. Tired of your garden view? Sorry, I have nothing to offer you at present. So, da haben wir Möbel, da gibt's neue Möbel. Merhaba. It's a good day for a purchase. May your purchase bring you joy. My lord. Wir sind ja dann schon mal ganz in der Nähe, Junge. Aber ich möchte zuerst nach Hause und die Möbel abliefern. Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estevo. Happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He's on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. You have my attention, Mr. Estevo. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There is a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. Wow. Über den Tod von Violet Holmes. Tragödie im Stonewood Manor. Miss Violet Holmes, die Witwe von Sir Morland Holmes, verstand am gestrigen 9. April unerwartet auf ihrem Anwesen. Sie hinterlässt zwei Söhne im Alter von 20 und 10 Jahren, wobei unklar ist, ob sie weiterhin im Stonewood Manor wohnhaft bleiben. Miss Holmes hatte das Anwesen erst vor einem Jahr kauflich erworben. Trotz ihrer schlechten körperlichen Verfassung aufgrund einer Tuberkulosenerkrankung hatte sie rasch Anschluss in ihrer neuen Heimat gefunden und war von der Elite Cordonas bereitwillig aufgenommen worden. Sie war eine Frau mit vielen Fähigkeiten, besaß die Stärke eines Mannes, die Gewissenhaftigkeit einer Heiligen und die scharfsinnige Schlagfertigkeit eines Satirikers. Als Spezialistin für Objekte aus der Antike wurde sie zu einer gefragten Sachverständigen. Die Polizei leitete nach ihrem Eintreffen auf dem Anwesen sogleich Ermittlungen ein, gab bisher jedoch keine Einzelheiten bekannt. Die Todesursache ist unbekannt. Something did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. You do miss her. I do. Alter, wir haben noch so viele Fälle. Uiuiui. Süß. Jetzt haben wir einen Elefanten im Garten. Okay. Na dann. Der hat uns auch nochmal einen Auftrag gegeben. Also Leute, ich bin ein schwer beschäftigter Mann hier. Okay. Also, krass, ey. Ist das das? It is. Was war das denn? Oh.
Hallihallo. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific! I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Am gestrigen Abend hörte Werner Vogel ein Geräusch aus der Untergalerie. Er ging nach unten, sah sich dort aber nur kurz um. Toll gemacht, toll. Wirklich toll. Geh mir aus dem Weg. So. Der Profi ist am Werk. Odilon, das ist aber ein hässliches Bild. Toll, toll. Das haben sie ja toll gemacht. Das ist ja... Oh! You sure you don't like art, Sherry? Gott im Himmel. Was? You sure you don't like art, Sherry? Also ich mag Kunst. Bin leider nicht so talentiert, wie ich es gerne wäre. Ich zeichne gerne. Aber es gibt halt wirklich Leute, die haben so viel Talent. Und da gehöre ich nicht dazu. Lülü. Back home we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him.